In diesem Video geht es darum, was Stress ist, wie du es messen kannst, wie es sich auf deinen Körper auswirkt und was du letzten Endes dagegen tun kannst, um diesen Stress bei dir langfristig in den Griff zu bekommen. Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Falls du neu auf dem Kanal bist, mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Experte für ganzheitliche Gesundheit und heute möchte ich mal mit dir über das Thema Stress sprechen. Stress ist ja ein nicht wirklich greifbarer Parameter für die meisten Menschen, aber irgendwie hat ihn gefühlt jeder. Dahingehend, was ist das überhaupt, Stress? Also das ist irgendwie so, jeder hat's, aber das ist jetzt nicht so die eine Sache, die angeflogen kommt, mit der du dich infizierst und dann ist sie irgendwie da. Stress ist eher ein Modell, muss man sagen, was omnipräsent die ganze Zeit da ist. Stress kann durch verschiedene Nahrungsmittel wie Zucker, Glutene, Casein und Co. hervorgerufen werden. Stress kann aber auch eine toxische Beziehung sein. Stress kann auch im Stau stehen sein. Stress kann auch sein, nicht zu schlafen. Stress kann auch sein, zu wenig Mikronährstoffe im System zu haben, wodurch dein Immunsystem und man muss sagen auch deine gänzlichen Enzyme im System und dein Stoffwechsel einfach nicht richtig funktioniert. Auch das ist Stress. Kann aber auch entzündlicher Stress sein. Das heißt, durch zu wenig Omega-3-Fettsäuren in der Mahlzeit zum Beispiel, auch durch gewisse andere Dinge, kann es einfach bedingt sein, dass du vermehrt Entzündung in deinem System hast durch viel Oxidation. Oxidation kennst du, das ist so an deinem Fahrrad, wenn das zu lange draußen stand, dann bildet sich da Rost und das passiert durch Oxidation. Und wenn das in deinem Körper passiert, dann hast du sehr viel Stress im System. Und egal welchen dieser Stressoren, die wir gerade genannt haben, bei dir vorliegt, der Hormoncocktail oder die Auswirkungen auf deinen Körper sind fast immer die gleichen. Das heißt auch, egal ob du guten Stress hast oder schlechten Stress, also Eustress oder Distress, die Reaktion deines Körpers und die langfristigen Folgen und dadurch entstehenden Symptome sind eigentlich immer die gleichen, muss man sagen. Von daher musst du herausfinden, wenn du dir einen Eimer vorstellst zum Beispiel, nimm dir einen Wassereimer, der fast 3 Liter Wasser zum Beispiel, ne? Wäre dann ein sehr kleiner Eimer, aber der fasst ungefähr 3 Liter. Und du musst jetzt herausfinden, welche Stresskomponente bringt am meisten Wasser in diesen Eimer. Das heißt, schlechte Ernährung bringt 1 Liter, Stau bringt 50 Milliliter, dann der Stress mit deiner Freundin bringt 2 Liter, der Stress auf der Arbeit, der Leistungsdruck, das bringt alles 1 Liter. Also du musst herausfinden, welches ist die größte Baustelle bei dir. Und an dieser Stellschraube musst du letzten Endes drehen, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Welche Organsysteme in unserem Körper sind denn jetzt betroffen von Stress? Grundlegend haben wir 2 verschiedene Systeme, die an Stressachsen beteiligt sein können, beziehungsweise die daran beteiligt sind. Das ist erstens das vegetative Nervensystem, sprich der Sympathikus und der Parasympathikus. Schau einfach mal oben, da haben wir schon ein großes Video zu gemacht, was diese beiden Nervensystemkomponenten sind. Und da ist es so, dass dieses System primär über den Sympathikus läuft. Das heißt, alles, was aktivierend läuft. Das heißt, dein Sympathikus ist hoch, dein Parasympathikus ist irgendwo da unten. Weswegen dann auch so Symptome wie Konzentrationsschwäche, Energiemangel irgendwann auftreten, Ausgelaugtheit, aber auch Schlafprobleme dazukommen, weil du einen dauerhaft aktiven Sympathikus hast und der Parasympathikus nicht wirklich nachkommt. Und deswegen funktioniert zum Beispiel auch die Verdauung bei sehr vielen gestressten Menschen nicht richtig. Das ist das eine System. Und das andere System ist quasi die HPA-Achse, die Achse zwischen deiner Hypophyse im Gehirn und deiner Nebenniere, beziehungsweise genau gesagt deiner Nebennierenrinde. Denn diese Nebennierenrinde ist letzten Endes das Organ, wo Cortisol, aber auch verschiedene Hormone wie Aldosteron und Co. für den Salz- und Wasserhaushalt im Körper geregelt werden und auch deine Sexualhormone, also Testosteron und Co. zu einem gewissen Teil produziert werden. Und das Cortisol kennst du ja so, auch da haben wir schon ein großes Video zu gemacht, wo es einfach darum geht, was macht Cortisol, wie wirkt es und zu welchen Nebenwirkungen kommt es langfristig auch, wenn du zu viel Cortisol ausstößt. Das heißt, dein Immunsystem fährt runter, du nimmst an Gewicht zu, du verlierst Muskulatur. All das sind Dinge, die sich langfristig natürlich auch auf die Stimmung auswirken können. Und du merkst schon so, organisch gesehen macht das sehr, sehr, sehr viel. Und im Vergleich zu neben den Rinde gibt es noch das Mark. Das heißt, das Mark ist innen drin und die Rinde ist quasi drumherum. Und das sind eigentlich 2 voneinander separat getrennte Organe, denn die funktionieren vollkommen autark. Und das Nebennierenmark gehört eigentlich zum ersten System, also zu diesem Sympathikus gesteuerten,
denn das Nebennierenmark wird unter anderem aktiviert vom Sympathikus und dort werden Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet, also diese typischen aktivierenden Stoffe oder Hormone in deinem System, die du sicher schon mal gehört hast vom Namen her und die für Aktivität verantwortlich sind. Und die brauchst du, die sind extrem wichtig, aber wenn das eben zu viel und zu häufig ausgeschüttet wird, kommst du nicht runter und langfristig entsteht dann natürlich irgendwann auch ein Mangel. Das heißt, diese Organsysteme, das Nebennierenmark, aber auch die Nebennierenrinde, die können irgendwann auf eine gewisse Art und Weise ermüden. Wie kann man das Ganze jetzt messen? Ganz einfach. Das Beste ist, das Ganze im Blut natürlich zu messen. Und da ist ganz wichtig, dass du dem normalen Verlauf von diesen Hormonen dich annäherst. Das heißt, eine Blutabnahme sollte im optimalen Fall zwischen 37 und 39 sein, denn da hast du ein Hoch von deinem Cortisolausstoß. Das heißt, da können wir so den höchsten Punkt vom Cortisolwert her treffen. Und es macht, ganz einfach gesagt, keinen Sinn, über den restlichen Tag das zu messen, weil dann wissen wir ja nie, bis wohin oben kommt der Wert denn eigentlich, sondern wir befinden uns eben so auf diesem absteigenden Ast. Könnte das Cortisol zum Beispiel messen, man kann auch ganz viele andere Blutparameter messen. Wenn dich das im Detail mehr interessiert zu den Blutwerten, dann machen wir sehr gerne ein Video dazu, schreib das einfach mal in die Kommentare unten. Wie könnte man das Ganze denn jetzt spüren? Wir hatten eben schon Gewichtszunahme, Abgeschlagenheit, so du kennst es vielleicht unter dem Begriff Burnout, das heißt, du merkst irgendwie, in deinem Körper funktioniert irgendwas nicht mehr so richtig, kannst aber nicht so genau definieren, was. Die Verdauung hatten wir eben auch schon, die eben eine große Rolle spielt, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, du kannst aber nicht mehr richtig schlafen, das ist auch so ein Problem, vor allem einschlafen fällt dir sehr, sehr, sehr schwierig und vielleicht wachst du auch häufiger in der Nacht auf und kannst dann auch wieder nicht mehr richtig einschlafen und bist dann so roundabout 4 bis 5 Stunden eigentlich nur wirklich in den Schlafphasen drin und je nachdem in welcher Schlafphase spürst du das dann natürlich auch nochmal unterschiedlich, aber Schlaf spielt eben eine sehr, sehr große Rolle. Du hast das Gefühl, du bist die ganze Zeit wie so gedämpft. Also du kommst gar nicht mehr so richtig aus dem Quark, gar nicht so zu dem Energielevel, wo du eigentlich hin möchtest oder was du vielleicht sogar gewohnt bist. Der eine oder andere sagt immer so, ach, das ist ganz normal, du wirst älter und irgendwann akzeptierst du das und denkst dann auch, das ist vollkommen normal und das muss es nicht sein. Gerade wenn man das Ganze im Blut diagnostiziert, beziehungsweise wenn man das im Blut misst und sieht, dass diese Hormone niedrig sind, kann man da sehr, sehr, sehr viele Dinge machen, auch mit Mikronährstoffen wie Coenzym Q10 zum Beispiel arbeiten, aber auch sehr schön mit Adaptogenen wie Ashwagandha oder Cordyceps zum Beispiel. Das sind 2 Supplemente, mit denen man sehr gut die Nebenniere unterstützen kann. Ashwagandha fährt eher runter, Cordyceps aktiviert eher und wenn dich das interessiert, schreib das auch sehr gerne mal in die Kommentare. Was kann man denn sonst machen, um Stress entgegenzuwirken? Ich glaube, es ist sehr einfach. Du solltest erstmal das Problem beseitigen und damit meine ich, wenn die toxische Beziehung bei dir das Grundproblem ist, dann wirst du dich leider von dieser Beziehung auf kurz oder lang verabschieden müssen, weil du kannst natürlich einen Brand immer versuchen zu löschen, aber wenn das Feuer quasi weiter lodert, dann wird der Brand nie wirklich hundertprozentig gelöscht sein. Man kann dagegen arbeiten, aber richtig funktionieren wird es dann nicht. Natürlich sind Situationen mit sich selber zu beschäftigen, auch einfach, wo man seinen Fokus hinsetzt. Das heißt, Meditation ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert und was dich vielleicht so 10, 15, maximal 20 Minuten am Tag kostet. Und das Kosten ist eigentlich der falsche Begriff, weil du darfst das machen. So muss man das eigentlich eher sehen. Das heißt, wenn man sich belohnen möchte, wirklich, dann macht man das. Dann hast du den Fokus von der Atmung. Mit der Atmung kannst du sehr, sehr, sehr gut, wenn du so ein verschiedenes Atemmuster machst, wie 3 Sekunden einatmen, die Luft circa 3 Sekunden einhalten und dann 6 Sekunden ausatmen. Wichtig ist, die Ausatmung zu fokussieren oder zu forcieren. Das heißt, lange auszuatmen, weil Ausatmung aktiviert den parasympathischen Nerventeil. Und das ist ja genau das, was wir wieder wollen. Den Parasympathikus hochfahren, dann geht der Sympathikus leicht runter und die beiden nähern sich an. Das heißt, Atmung spielt eine sehr, sehr große Rolle. Kalte Dusche. Kalte Dusche ist super. Macht erstmal viel mehr Stress. Also Vorsicht, ja, weil Adrenalin und Noradrenalin und so werden erstmal mehr ausgeschüttet, wenn du dich direkt unter die kalte Dusche oder ins Eisbad oder in den kalten See stürzt. Das heißt, das kann am Anfang erstmal mehr Stress machen, also langsam rantasten, langfristig. Sorgt aber dafür, dass deine Resilienz, also quasi deine Ertragbarkeit für Stress größer wird. Und dann kannst du damit besser umgehen. Und von daher kalte Dusche ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Anti-entzündliche Ernährung, ja, wir haben gesagt, Stress macht Entzündung. Entzündung ist letzten Endes das, was dann wieder Stress in deinem System macht. Und das möchten wir nicht. Also Thema Omega-3 spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber vor allem Dinge, die entzündlich wirken, solltest du einfach aus der Ernährung erstmal versuchen zu streichen. Und das Letzte ist so Thema
Sport, das heißt regelmäßige Bewegung. Und da ist regelmäßig definitiv der Schlüssel. Das heißt so mindestens 5-mal, eher 6-mal die Woche. Du musst jetzt nicht immer 1,5 Stunden ins Fitnessstudio gehen und trainieren, das nicht. Aber du solltest schon versuchen, jeden Tag 30 Minuten circa spazieren zu gehen. Und so schon 4-mal, wenn du sehr ambitioniert bist, 5- oder 6-mal die Woche Sport zu machen, also wirklich Krafttraining oder Ausdauertraining zu machen, das Ganze zu kombinieren, weil das langfristig dein Stresslevel auch deutlich sinken lässt und du kannst dich langfristig besser an Stress anpassen. Wichtig, lieber am Anfang nicht viel zu viel machen, weil Sport macht auch wieder wie die kalte Dusche zum Beispiel auch erstmal mehr Stress und sorgt langfristig dafür, dass du dich daran anpasst. Also lieber kleine Steps und langsam als von heute auf morgen zu viel und dann geht es dir morgen und übermorgen viel schlechter. So viel erstmal zum Thema Stress. Was ist es? Wie kannst du es messen? Wie merkst du das vielleicht auch? Und was kannst du langfristig dagegen tun? Ansonsten erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du das Gefühl hast, du kennst jemanden, der genau diese Symptome hat oder du hast sie vielleicht sogar selber, dann teile das Video sehr gerne mit ihm und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Kommentar von dir und bis dahin erstmal einen schönen Tag. Dein Timo.